Das ist echt mies gewesen, ja. Es hat London nicht gereicht, ein Schiff zu bauen, das Tausende auslöscht, wenn es startet. Er möchte über seine gehirngewaschene Welt herrschen, wie ein Gott. Wir müssen ihn aufhalten. Schon ein bisschen meine krank. Schwester retten, bevor es zu spät ist. Ich bin froh, dass du hier bist, Aloy. Ich weiß nicht, was ich ohne dich gemacht hätte. Ich möchte nirgendwo anders sein. Oh, ich glaube, Aloy ist ein bisschen verliebt. Hör was, ich weiß auch nicht, ich höre die ganze Zeit irgendwie irgendeine Maschine. Wir kommen zu dir, Kina. Angst, dass jetzt gleich was passiert. Hier, den nehmen wir noch mit. Also es wird irgendwas passieren, aber es ist gerade so. Oh Gott. Die Zeit wird knapp. Je eher ich den Planeten verlasse, desto besser. Wenn ich nicht bald einen Favoriten habe, muss ich meine Ansprüche runterschrauben. Nach ein oder zwei Generationen kann ich sie immer noch austauschen. Okay. Die Zeit wird knapp. Je eher ich den Planeten verlasse, desto besser. Alter. Oh ja, wenn sie zu alt wird, tausche ich sie halt aus, ne? Ey. Es tut mir leid, Walter. Ich bin etwas neben der Spur. Es ist ganz normal, nervös zu sein. Brauchst du etwas Zeit? Nein, nein, nein. Ich schaffe das. In Ordnung. Guck mal, der hat keinen Hals. Entspann dich. Nimm dir kurz Zeit. Und versuch's nochmal, wenn du bereit bist. Wie könnte ich nicht zurückkommen? Bei dir zu sein, fühlt sich richtig an. Wie eine Heimat. Okay, vielen Dank. Versuchen wir es mit Kina, ja? Wie könnte ich nicht zurückkommen? Bei dir zu sein, fühlt sich richtig an. Wie eine Heimat. Du bist wirklich was Besonderes, was? Weißt du, du erinnerst mich sehr an jemanden. Und doch mit einer ganz eigenen Schönheit. Ehrlich gesagt, es ist einfach inspirierend, vor dir zu stehen. Nein. Du bist inspirierend, Schätzchen. Nein, Selga. Würde es dir etwas ausmachen, wenn wir das nochmal... Oh. Selga! Sofort weg von ihr! Ich verstehe. Die rothaarige Rächerin hat mich endlich eingeholt. Nova, wie ist der Pöbel an dir vorbeigekommen? Nova? Nova ist weg. Sie hat es nicht länger mit dir ausgehalten und ich verstehe, warum. Ich dachte, die anderen Sinnes wären ekelhaft. Aber du übertriffst wirklich alles. Oh ja. Ja, ich bin anders als die anderen. Ja! Unter anderem habe ich einen Weg gefunden, euch wie ein Insekt zu zerquetschen. Oh, hohohoho, hohohoho, hallo. Oh
Eine Schande. Hättest mein leuchtender Stern sein können. Ja, hallo, jetzt, wo sind wir denn hier? Mit meiner Sinnetwaffe sollte ich das schaffen. Ach so? Ich gebe alles. Was für eine Waffe! Wuhuhu! Hau ab, Alte! Niemand verlässt meine Schwester. Bitte! Aufhören! Wie kann ich? Muss Dinge tun! Oh, die Waffe ist schon sehr, sehr geil. Eine Maschine ist kein Gegner für mich. Oh. So leicht kann ich dich nicht besiegen. Ah, Alter. Bleib, wo du bist, Kina. Ich will nur wissen. Und Säure. Alles klar, let's go. Ich hab's nicht mehr anvisiert. Fuck. Oh, die Sonne ist aber jetzt sehr schön. Töte ihn, bitte! Niemand verlässt meine Schwester. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, Gott. Komm nicht, ich komm nicht raus. Fuck, fuck, fuck. Alter! Das darf hier nicht enden! Nee, will ich auch nicht, aber was soll ich machen?
Oh, ich muss ganz kurz Bären sammeln. Warte, Kina. Wir beschützen dich. Wenn ich's hinkrieg. Nicht, ehrlich nicht. Alles wird gut. Ja. Hä, was habe ich jetzt gemacht? Warum habe ich das gemacht? Wir haben es gleich. Ich will jetzt halt nichts Unüberlegtes tun. Das darf hier nicht enden. Weg damit. Ja, Mann! Geil! Geil! Ist sie okay? Ich glaube, sie braucht Zeit, um zu verstehen, was passiert ist. Aber sie weiß, wo noch mehr unserer Leute sind. Und eins ihrer Boote liegt in der Nähe. Wir sammeln ein, wen wir können, und zurück zur Siedlung. Okay. Aber dann musst du mich bei Laundras Bunker treffen. Er sagte, er könnte uns wie ein Insekt zerquetschen. Und er meinte wohl nicht den Schlachtrücken. Er arbeitet an etwas Großem. Wirklich Großem. Ich bin da. Versprochen. Das ist das Mindeste, nachdem Hey! Das waren wir beide. Das ist gut, Zeka. Tja, seit Nova das Zenith-Abwehrsystem abgeschaltet hat, kann ich hier rausfliegen. Mit der Jolle zu fahren, sollte auch wieder sicher sein. Ich muss Laundra ein letztes Mal verfolgen. Ist okay. Es ist vorbei. Oh, wir haben 7 Pünktchen. Ja. Vielen Dank. Ich glaube, der ist ganz passend. Ich glaube, den brauchen wir, diesen Trank. Boah. Sollst du nicht verdursten. Ja, wenn man so drin ist, ne, in den Spielen. Schwierig. Ja, hier kommen wir jetzt, glaube ich, zurück. Aber gibt es hier noch... Ja, den Schlachtrücken, den sollten wir vielleicht auch ausschlachten. Vielleicht
kriegen wir ja was Schönes. Hier noch was? Das? Nix, ne? Huch! Lass mal, Erdsprenger. Auch noch mit. Ich glaube, das war's. Oh, Bären. Bären sind wichtig. Die allgemeine Gesundheit. Grün auch noch Funken. Schlachtrücken, ey. Den hätte ich auch gerne als Figur. Der sieht auch schön aus. Die brauche ich ganz sicher noch. Oh, oh ja, Eloy. Ja. So, wo ging es jetzt hier raus? Ja. Ne? Wo war denn jetzt die Tür? War eben eine Türe aufgemacht? Hä? Gerade noch eine Türe. Wäre ein netter Wachhund. Ja. Cool, Golddorn. Kannten der so. Hier ist die Tür. Das ist halt ein bisschen beschissen für uns, dass man die... Warum wird denn die Musik gerade so fröhlich? Dass wir Scherben für diese tolle Waffe nehmen müssen, aber gut. Erstmal speichern. Wenn nicht, hier können wir auch nichts. Glaube ich auch mal zur Sicherheit richtig speichern noch. Das meine Jolle? Ich hab die halt, die habe ich glaube ich echt verloren, ne? Unterwegs. Hier ist sicher, ja. Doch, ich glaube, ich habe meine Jolle verloren. Das dürfte doch auch nicht... Ist doch, glaube ich, nicht so weit, ne? Na, doch schon. Guck mal, hier ist meine Jolle. Und wo müssen wir hin? Drüben hin. Sein letzter Akt. Da haben wir eine neue Nebenquest. Wir reisen mal nach Flottenend. Wir haben eh 5 Reisepakete, kein Problem. Schönen guten Tag. Zweitens bist du keine halb so gute Kämpferin. Ich habe einen mächtigen Heilstrank. Gestern hat mich der Boss zusammengestellt. Hätte gerne. Hier hoch, nee. Wir müssen mal gucken, ob wir die Tränke, ob wir den Trankbeutel aufbauen können, weil ich würde gerne mehr als 4 Gesundheitstränke mitnehmen. Und ich glaube, schwierig werden. Oh, das ist aber schön, dass das ausprobiert wird. Es funktioniert. Toll. Schön. Wir müssen hier hoch. Ja, Mods dürfen gelobt werden. Also, hier ist unser Bänkchen. Was Interessantes für dich, Jägerin. Oder was bräuchten wir denn für den Beutel? Da bräuchten wir Karpfenhaut.
Ich kann 7 Tränke. Welchen Beutel müssten wir denn erhöhen? Weil ich... Hä? So habe ich nur 4. Ja? Immer nur noch 3, ne? Kein Platz mehr in deinem Beutel. Ach, ich glaube insgesamt... Ah, warte mal. Insgesamt kann ich, glaube ich, nur 7. Das heißt, wir müssen welche wegmachen. Ja, okay. Insgesamt. Lager. Das ist ja bescheiden. Oh Gott, jetzt habe ich Mist gemacht. Karpfenhaut bräuchten wir. Gucken, ob wir das bekommen. Huch. Könntest etwas mehr auf den Rippen vertragen. Schönen guten Tag. Ich würde gerne einkaufen. Was habe ich gesagt? Karpfenhaut, ne? Ich glaube, die war blau. Grete, ich glaube, Karpfenhaut ist blau. Apfen. Wir müssen uns halt jetzt vortasten. Ich weiß nicht, was wir alles brauchen. Es kann jetzt ganz kurz so ein Hin und Her sein. Ich würde aber halt wirklich gerne mehr Gesundheitstränke haben. Ich glaube, bis 10 dürfte gehen. Also bis 10 Tränke. Müssen wir uns halt rantasten. Oh, vollständig verbessert. Okay. Dann Waffen-Upgrades. Haben wir da irgendwas ganz Tolles? Ich will auch nicht so viel ausgeben. Wir haben nur noch 900 Scherben. Wir brauchen die für die Waffe. Ja, okay. Gut, dann vom Vorrat nehmen wir jetzt nochmal. Okay, dann haben wir jetzt 8 Gesundheitstränke. Den nächsten Säurefallen. Und einen kleinen Gesundheit. Ich würde auf den kleinen tatsächlich verzichten. Das bringt uns nichts. Wir haben
Wir haben genug von den großen. Riecht's denn jetzt hier so verbrannt? Ich glaube, meine Nachbarn kochen wieder. Wenn die kochen, riecht's immer verbrannt. Also nicht immer, aber braten oft scharf an. Das ist 1A. Mhm. Aber lass mich raten, die Wildschweine haben überlebt. Gucken wir mal, dass wir noch ein bisschen Zeugs verkaufen. Um Scherben zu bekommen. Geht halt nicht viel, ne? Hier haben wir. Verkauf jetzt alles. Obwohl, das ist vielleicht auch ein bisschen dumm, oder? Da brauchen wir noch was. Metallscherben. Alles gegen Scherben. Würde ja dran stehen, wenn wir es, glaube ich, noch wenden können. Mächtigsten Waffen und Outfits an der Werkbank verbessern. Wir können es halt nicht. Wir können aber gleich nochmal gucken. Das ist jetzt alles, glaube ich, nur noch Verbesserungen. Ach, egal. Wir sind bis jetzt ganz gut durchgekommen. Warum sollen wir es ändern? Ist ja auch jetzt Quatsch. Hier haben wir 3000 Scherben, ob das reichen wird. Stimmt. Okay, 5900 Scherben. Ich denke, das könnte reichen. Das Rezept ist seit Generationen in meiner Familie. Dann fragen wir lieber nicht. Wow, was war der Anlass? So, let's go. Auf zu Londra. Wenn Seika hier ist, müssten wir irgendwie zu Londra gelangen. Ihn daran hindern, seinen großen Plan umzu... Du bist da. Deine Schwester hat es gut zurückgeschafft?
Sie hilft der Wache des Admirals, die letzten unserer Leute aus Londras Park zu holen. So hat sie etwas, das sie ablenkt, anstatt über das Geschehene nachzugrübeln. Hoffe, das hilft. Sollen wir dem Ganzen dann ein Ende setzen? Oh, es geht dem Ende zu, Leute. Ja, es ist Zeit. Es ist dann Zeit. Los. Jetzt geht's ab. Guck mal, wie schön wir zusammen da hochklettern. Willkommen also, in Hollywood. Londra ist wahrscheinlich in seinem Bunker. Oh! Wir müssen da wieder rein. Er hat gesagt, er hat was Großes. Fuck! Oh nein! Das ist das Große. Oh nein! Ich glaube nicht, dass er im Bunker ist. Fuck! Im Park sagte er würde uns wie Insekten zerquetschen. Bestimmt benutzt er den da. Aber er hat kein Reaktivierungssignal zum Neustart der Systeme. Er braucht eine direkte Verbindung. Glaubst du, er ist wirklich in dem Ding drin? Anders geht es nicht. Wir müssen verhindern, dass er sich einschaltet. Da. Sieht aus, als wäre er mit einer Art Kühlsystem verbunden. Wenn wir die Verbindung unterbrechen, könnte der Horus überhitzen. Könnte schwierig werden. Mehr von den Toten auferstandene Maschinen? Das glaube ich nicht. Londra muss sie mit dem Horus hergestellt haben. Beeilen wir uns. Na los. Oh, das ist so geil. Wir müssen zu dem Kühlsystem. Ich lasse dich nicht allein. Danke, das ist wirklich sehr nett von dir. Wir können hier runterklettern. Da unten ist doch schon so ein Phantomi. Verderber blockiert den Weg. Wir müssen ihn ausschalten. Ach so, Verderber waren das. Bereit. Können wir die nicht einfach umgehen, Eloy? Ich will ja nichts sagen, aber... Feuer. Ich hab da Bomben. Hey, Kollege. Feuer auf Metall. Das ist meine Chance. Hallo, Aloy. Bist du das, die da unten herumkriecht? Wie schön, dass du es zum großen Finale geschafft hast. Hier ist ja der zweite. Hi. Oh. Ja, gut so. Zu mir, Eloy. Hä? Lebt der noch? Also anscheinend ja. Das Ding brennt!
Flammen. Nee, glaube ich auch. Ich glaube, das wird wirklich noch mal lustig, Thomas, ja. Müssen halt jetzt echt so ein bisschen auch tatsächlich, ich würde jetzt alles einsammeln, was geht hier mit diesen Heilung. Ich glaube, das brauchen wir. Oh, so, dann gehen wir da hoch. Boah, das stinkt echt brutal hier gerade. So richtig eklig verbrannt. Uah. So verbranntes, so fett halt. So. Und wo versteckst du dich, Aloy? Wir müssen ausweichen, wenn wir zum Kühlsystem wollen. Wenn ich überlege, was danach kommt, oh ja. Die Ruinen geben uns Deckung. Boah. Shit. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Oh, der leuchtet auch in die Blumen, ne? Bleib bei mir. Er sieht uns nicht, wenn wir in Deckung bleiben. Hoffentlich hast du recht. Das hoffe ich auch. Okay. Wie eine Nadel im Heuhaufen. Die Hauptperson! Wow! Noch an einem Stück. Ich sehe absolut nichts. Wow! Lecco mio! Die anderen haben dich unterschätzt, aber ich bin dir weit überlegen. Du musst durch den Feuerglimmer. Mhm. Schauen wir mal, ob wir das schaffen mit dem Typen. Du wirst bereuen, dich eingemischt zu haben. Okay, ich glaube, wir sind erstmal sicher. Was machen wir, wenn er die ganze Maschine aufweckt? Er ist alt und langsam. Wir sind klein und schnell. Wir haben eine Chance. Er ist alt und langsam. Wir müssen leider Bären nehmen. Hier hoch. Wir haben nur noch zwei. Also, wenn ihr alt seid, seid ihr auch automatisch... Nein, bitte nicht. Los. Bitte nicht. Da sind mehr Verderber. Ey. Hast du Angst? Ja. Vor mir? Ja, ich hab grad Angst. Ich mach mir grad voll in die Hose. Oh, Scheiße. Komm raus, wo immer du bist. Du versteckst dich im Gebüsch, hm? Nein. Versteck mich nicht im Gebüsch, wer sagt denn das? Irgendwann finde ich dich. Nee. Alter. Geh.
Aloy, hast du Angst? Sei leise. Nach all dem versteckst du dich? Oh Gott, ich hab grad gedacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab grad gedacht, er hat uns gesehen. Ich weiß, dass du da unten bist. Oh. Mein Herz. Ein Versteckspiel. Na gut. Oh Gott. Komm raus, komm raus. Wow, noch einer von diesen Armen. Komm schon, beeilen wir uns. Ich weiß nicht, wo lang, ehrlich gesagt, gerade. Los, weiter. Das Kühlsystem ist weiter bergauf. Wenn noch mehr Teile davon aufwachen, kriegen wir Probleme. Lass uns weitergehen. Wir müssen an der Klippe entlang. Wie spannend. Ich finde es gerade so spannend. Hier geht's nur nach oben. Ich weiß gar nicht mehr, wie diese große Maschine hieß. Irgendwas mit Teufel, glaube ich. Vergessen den Namen. Wird schwierig, hier unbemerkt zu bleiben. Eine Ablenkung wäre gut. Oder wir kämpfen uns durch. Nee, wir kämpfen auf gar keinen Fall. Kämpfen wäre wirklich sehr dumm. Sein. Wir könnten das da unten als Ablenkung benutzen. Hier ist nicht viel Platz zum Bewegen. Nee. Wir müssen da hoch, ich sehe es. Oh. Beweg dich, Aloy. Na los. Mehr Feuerglimmer. Warte nur, bis ich dich habe. Könnte jetzt ein bisschen tricky werden hier. Hier ist nicht viel Platz zum Bewegen.